Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Mitte, 28.10.1941. Die Tage bestehen nur aus Vormarsch und kleineren Gefechten. Scheinbar ist der Russe schon besiegt und er zieht sich schneller zurück, als wir vorrücken. Durch große taktisch kluge Operationen haben unsere Generäle schon viele Divisionen zerschlagen oder die Truppen in die Kriegsgefangenschaft gebracht. Diese schweren Schläge gegen die Russen müssen solch ein Heer doch nun langsam mal schwächen. Die Frage ist, wie weit zieht sich der Russe noch zurück? denn unsere Nachschubwege werden länger und länger. Einer der Eisenbahnpioniere erzählte, dass die Russen ein anderes Schienensystem haben als wir in Deutschland und dass die Schienen entweder umgenagelt werden müssen oder der Nachschub auf die erbeuteten Züge umgeladen werden muss. Aber wir bekommen immer Sprit, Munition und Verpflegung, das klappt schon. Unser Fahrer Erich ist noch nicht zurück und wir haben auch noch nichts mehr gehört. Nach dem Antreten am Morgen habe ich den Spieß gebeten, mal seine Kontakte spielen zu lassen, um mehr zu erfahren. Einen Tag später meldet sich der Hauptverwirbel bei unserem Kommandanten und erzählt ihm, dass Erich über den Berg ist und dass er in Deutschland in einem Lazarett liegen soll. Also sind wir froh, dass er nicht an seinen Verletzungen gestorben ist. Vielleicht kommt er ja bald zurück. Der Bataillonskommandeur kündigt hohen Besuch an. Ein General will uns besuchen und ein paar Soldaten auszeichnen. Also alles wieder auf Vordermann gebracht und Zeugdienst wird angesetzt. Ist in der russischen Schlammwüste nicht ganz so einfach, aber wir improvisieren. Der Teil, der nicht gerade an der Front ist, stellt sich mit den Kampfwagen auf und der General kommt zum Appell. Kurze Gespräche mit dem Kommandanten und mit mir bringen den General auf Stand. Als er bei uns steht, fragt er, was wir uns für die Front wünschen würden. Da die Frage auch an mich gerichtet ist, antworte ich ehrlich und sage, dass wir größere Kaliber benötigen, da die T-34 einfach stärker sind und man mit der 5 cm Kanone schon ein paar gute Treffer landen muss, um diese zu stoppen. Er erklärt uns, dass in Deutschland schon alle Ingenieure mit Nachdruck an neuen Panzern und anderen Geschützen arbeiten und wir nicht mehr lange warten müssen. Nun ja, das wollen wir mal sehen und dann schauen wir, wie es weitergeht. Einige Tage später geht es wieder voran. Der Schlamm wird durch das schlechte Wetter immer schlimmer und wir müssen oft LKWs und andere Fahrzeuge aus den Löchern ziehen. Die Straßen sind hier wirklich schlecht und querfeldein geht es meistens besser mit den Panzern. Wir kommen auf einen kleinen Ort zu, in dem der Russe sitzt. Schweres Artilleriefeuer schlägt uns entgegen und die Grenadiere haben Verluste. Also ran an den Ort und den VB ausschalten. Mit 5 Panzern 3 und 2 Panzern 4 gehen wir an den Ort ran. Die Stucker schmeißen ihre Ladung in die Ortsmitte und viel Rauch und Qualm ist zu sehen. MG-Salven prallen an unserem Turm ab und ich versuche durch die Optik Ziele zu entdecken. Links von uns ein Bahndamm, der uns aber bei dem Angriff keine Deckung bieten kann. Über Funk hören wir, dass schon zwei Panzer mit Treffern ausgefallen sind. Also doch Pack im Ort. Schemenhaft sehen wir etwas durch den Rauch. Da schiebt sich was Großes aus der Ortschaft heraus. Ein Panzerzug. Von denen haben wir schon gehört, aber das ist der erste, den wir sehen. Stark gepanzert, mit schweren Kalibern bestückt, feuert er aus allen Rohren. Warum die Luftwaffe den noch nicht zerstört hat, wissen wir nicht. Wir versuchen zu flankieren und kommen in den Feuerbereich der Geschütze. MG-Feuer und Flakfeuer prasselt auf uns ein ist aber nicht stark genug. Sicher haben die auch Pack und wir versuchen, in Bewegung zu bleiben. Schuss um Schuss jage ich in, die, in den Panzerzug, scheint aber ohne Wirkung zu sein. Der Panzerzug rollt wieder an und will sich weiter zurückziehen, um aus unserem Wirkungsfeuer zu kommen. Er rollt wieder in den Ort hinein und wir versuchen zu folgen. Panzersperren am Ortsrand. Also ab durch die Häuser. Wir hören Schreie, als wir durch die Mauern brechen, können aber nichts erkennen. Die Russen laufen durch den Ort und werfen Handgranaten auf uns. Ein Flammenwerfertrupp greift uns an, aber unser Funker ist auf Zack und erledigt ihn mit einer MG-Gabe. In einem Feuerball explodiert der Flammenwerfer und die Russen laufen brennend durch den Ort. Wieder Packfeuer, aber der Geschützführer der pack ist wohl jung oder unerfahren. Vorbeigeschossen und wir halten auf das Geschütz zu. Wieder ein Schuss, diesmal zu tief. Mit der MG und Kanone beantworten wir den Feuerkampf und kommen an das Geschütz heran, bevor noch ein Schuss bricht. Überrollen zerstören wir die Pack. Und der Geschützführer stirbt unter den Ketten. Die anderen waren wohl schon getürmt. Wir kommen nicht weiter und der Panzerzug rollt wieder aus dem Ort heraus. Es wird schon dunkel und nur die Brände erhellen die Szenerie. Wir brauchen hier mehr Fußtruppen, alleine können wir den Ort nicht halten. Verstärkung wird über Funk gerufen und die Grenadiere sickern in den Ort ein. Hinter einem Erdwall beziehen wir Stellung und können den Ortsausgang bestreichen. Flüchtende Russen werden beschossen. Scheinbar ziehen die sich zurück. Plötzlich knallt es neben uns. Handgranaten explodieren und ein paar Russen wollen es wohl wissen. Unsere größte Angst sind Benzinflaschen, die auf uns geworfen werden könnten. Nahkampftrupps, Nahkampftrupps der Russen scheinen ihr Unwesen zu treiben. Der Kommandant späht aus dem Lug und sofort knallen Schüsse. Er hat Glück und wird nicht getroffen. Wieder Handgranaten. Und wir hoffen, dass die Ketten noch halten. Wir hören jemand auf den Panzer klettern. Vollgas zurückruft der Kommandant und mit einem Ruck fahren wir an und brechen wieder durch eine Häuserwand. Halb im Haus bleiben wir stehen. Kurz darauf hören wir ein Piefeuer und lautes Rufen, aber diesmal in deutscher Sprache. Ein paar Minuten ist es ruhig und wir versuchen durch die Seeschlitze etwas zu erkennen. Es klopft an der Seite des Panzers und eine Stimme meldet, dass die Grenadiere da sind. Zögerlich macht der Kommandant das Lug auf und es sind tatsächlich unsere Männer, die um den Panzer herum in Stellung gegangen sind. Mit vereinten Kräften geht es jetzt wieder vorwärts und wir kämpfen den Ort frei. Der Panzerzug ist verschwunden. Und die Luftwaffe hat ihn wohl auch nicht mehr gesehen. Sicherlich in irgendeinen Eisenbahntunnel gefahren. Als wir später unser Lager aufschlagen, kriegen wir die Lust Verluste des Tages aus dem Gefechtsstand übermittelt. Ein Panzer 4 ist total ausgebrannt und zwei Panzer 3 haben schwere und schwerste Gefechtsschäden. Insgesamt sechs Tote sind bei der Panzertruppe zu beklagen. Häuserkampf ist immer furchtbar und wir sind froh, dass wir mal wieder durchgekommen sind. Tagebuch Ostfront, Heeresgruppe Mitte, 5.11.1941. Es wird immer kälter im Osten. Trotzdem ist der Boden noch nicht gefroren und alles versinkt im Schlamm. Wir hoffen auf Winterausrüstung und versuchen, das Beste daraus zu machen. Der Vormarsch gerät hier und da ans Stocken, da die Fahrzeuge nicht so durchkommen, wie wir auf unseren Ketten. Aber unsere Erika hält tapfer durch und bringt uns immer wieder weiter nach vorn. Ich freue mich immer auf die Post von zu Hause. Meine liebe Gudrun schreibt mir lange Briefe aus der Heimat und ich hoffe, beim nächsten Mal im Heimaturlaub den nächsten Schritt zu machen. Eine Verlobung wäre schon schön. Meine Eltern schreiben auch immer mal wieder und erzählen aus der Heimat. Wenn ich zurückschreibe, versuche ich nicht die Schrecken des Krieges abzubilden. Mein Vater war im Ersten Weltkrieg als Frontsoldat und ist nun stolz, dass sein Sohn, Sohn zu einer Panzerbesatzung gehört. Er hat auch das Eiserne Kreuz zweiter Klasse bekommen und war sehr stolz, als ich ihm von meinem EK2 geschrieben habe. Wir liegen jetzt drei Tage an einem Verkehrsknotenpunkt, den wir mit unseren Panzern abschirmen sollen. Zu viel freie Fläche, die für Panzerangriffe der Russen geradezu einladen. Rundherum wurden Abwehrstellungen errichtet und wir sind quasi die Feuerwehr. Die Panzeraufklärer fahren ihre Späpatrouillen und versuchen, die Russen aufzuscheuchen. Zwei Tage schon nichts los außer den Nähmaschinen, die nachts ihre Grüße werfen. Aber wir werden gut verpflegt und die Stimmung ist nicht so schlecht. Am dritten Tag gegen sechs Uhr werden wir von Artilleriefeuer aufgeschreckt. Wir flitzen nach vorne in unsere Stellung und springen in den Panzer. Es hagelt ordentlich um uns herum, aber wir haben Glück und nur Splitter prallen von unserer Erika ab. Fast eine Stunde geht das so. Kein gutes Zeichen, denn in der Regel greifen die Russen dann auch an. Da der Boden aufgeweicht ist, dringen die dicken Koffer tiefer in die Erde ein und die Wirkung ist somit nicht so stark. Als das Feuer abebbt, sehen wir die ersten Panzer auf uns zukommen. BT-7 und T-34 können wir erkennen. Der Kommandant sieht auch ein paar KVs, als er aus der Luke mit dem Fernglas die Feindlage peilt. Die wollen es wohl wissen. Unsere Stellung ist aber gut getarnt und unsere Wanne hinter einem Erdwall. Links von uns haben wir zwei Pack und weiter hinten auf der Anhöhe noch drei 88er der Luftwaffe. Eigentlich zur Flugabwehr, aber der Batterieführer ist ein alter Hase und im Erdkampf erfahren. Wir hatten uns mit den Geschützbedienungen besprochen, dass wir bei stärkeren Panzern wie T34 und KV die Ketten aufs Korn nehmen und die 8.8 dann den Rest erledigt. Durch den Rauch kommen die BTs in voller Fahrt auf uns zu. Wild feuern versuchen sie uns aus der Reserve zu locken. Ich peile den ganz rechts fahrenden Panzer an und nach dem dritten Schuss qualmt er auch schon und steht. Der Kommandant befiehlt Zielwechsel und ich richte neu an. Ein T-34 wandert in die Optik und feuert aus der Fahrt. Aber er trifft nicht. Wir feuern auch, aber wir kommen nicht durch. Im Rausch des Gefechtes habe ich völlig vergessen, auf die Ketten zu zielen. Der Kommandant schreit mich an und schlägt mir auf den Hinterkopf: Kette, Kette, brüllt er. Die nächsten beiden Schüsse jage ich in die Kette und der Panzer steht. Er steht leicht gedreht vor uns. Ich schaue weiter durch die Optik und im nächsten Moment ist der T-34 beinahe verschwunden. In einem Feuerblitz explodiert der Panzer und der Turm wird weggeschleudert. Die 88 hat voll reingehalten. Drei Feindpanzer sind schon ausgeschaltet, jetzt kommen die KV. Langsam und unaufhaltsam schieben die sich vorwärts. Die Pack schießt, aber die Geschosse prallen einfach ab. Auch wir versuchen unser Glück, aber die Ketten wollen nicht fallen. Da, Volltreffer durch unsere 88. Der Turm steht schief und der Panzer brennt. Die Russen boten aus, werden aber durch, unsere, äh, durch unser Abwehrfeuer der Grenadiere erledigt. Der zweite KV hält an und feuert. Eine Packstellung rechts von uns wird hart getroffen. Da können wir nicht helfen. Ein weiterer T-34 und ein Panzer 3. Nein, ein T-34 hat einen unserer Panzer 3 abgeschossen, hören wir über Funk. Noch ein BT-7 wird von der 8-8 förmlich umgerissen. So stark ist die Wucht des Einschlages. Die restlichen Russenpanzer drehen bis auf den KV. Der schiebt sich hinter den anderen KV und ist somit kaum noch zu treffen. Unsere Pack und 8.8er kriegen dir nicht geknackt. Da sehe ich drei Granadiere aufspringen und wie die Hasen zu dem Feinpanzer hetzen. In den Händen haben die scheinbar Minen. Ein Lanzer wird getroffen und fällt zu Boden, die anderen rennen weiter und kommen an den KV ran. Kurze Zeit später hetzen die beiden zurück und wir geben Feuerschutz so gut wir können. Der KV geht in einer Explosion und in Flammen auf. Das waren Teufelskerle. Die haben dem Tod ins Gesicht gespuckt. Wir sichern die Männer und mit dem Verwundeten unterm Arm kommen sie zurück zu unseren Linien. Jetzt greift die Russeninfanterie ab, äh an. Mörserfeuer liegt auf unserer Position und die braunen Massen stürmen auf uns zu. Die 2 cm Flak öffnet das Feuer und beginnt sein schreckliches Konzert des Todes. Die Sprenggeschosse wirken unter den Feindmassen verheerend. Die Russen werden zerrissen oder verstümmelt. Wer sich hinwirft ist auch nicht sicher und so hält der Tod seine blutige Ernte. Unsere MG feuern wild mit hinein und in kurzer Zeit bricht der Angriff zusammen. Kaum ein Russe kommt mit dem Leben davon. Bestimmt 300 Tote liegen auf dem Feld vor unserer Stellung. Als es ruhiger wird, werden ein paar Freiwillige nach vorne geschickt, um nach Verletzten zu sehen. Die Aufklärer sind vorgefahren und sichern den Angriffsraum, während ein Storch über uns kreist. Ich gehe mit und muss mich zusammenreißen, nicht loszuschreiben. So viel zerfetzte Menschen habe ich noch nicht gesehen. Hier und da will man aber, denen kann keiner mehr helfen. Ein junger Offizier geht durch die Reihen und hier und da fallen Schüsse. Scheinbar löst er die armen Teufel von ihren Qualen. Die Flakmunition hat ihre Arbeit getan. Aber die abgeschossenen Panzer sind doch noch interessant. Der BT-7, den ich abgeschossen habe, sieht noch recht intakt aus. Möglicherweise kann man ihn Bergen und weiter nutzen. Tatsächlich werden doch noch einige leicht verwundete Russen aus dem Berg aus Leibern geborgen. Und später erfahren wir auch, warum die so stoisch angegriffen haben. Hinter deren Linien waren MGs aufgestellt und ein Politoffizier ließ auf jeden feuern, der nicht vorstürmte oder versuchte zurückzukommen. Die hatten also keine Wahl. Tagebuch Ostfront, Heeresgruppe Mitte, 12.11.1941. Die schwärzesten Tage seit Beginn des Feldzuges im Osten habe ich nun miterlebt. Und es fühlt mich mit tiefer Trauer, diese Zeilen zu schreiben. Aber ich sollte am Anfang anfangen. Der Tag wurde durch den Vormarsch bestimmt und die Führung setzt uns ein, wo wir gebraucht werden. Die Verluste steigen in unseren Reihen, da der Russe mit dem Mut der Verzweiflung kämpft. Auch immer mehr Gefangene werden gemacht und nach hinten geschickt und sehr viel Material wird erbeutet. Schön ist es immer, wenn man volle Verpflegungslager findet und sich die Truppe selbst versorgen kann. Manchmal sind wir mit unseren schnellen Kräften so weit vorgeprescht, dass ganze Stäbe der Russen gefangen genommen werden. Weil die uns eigentlich noch 100 Kilometer weiter weg glaubten. Die russische Luftwaffe greift auch pausenlos an, aber wenn unsere Jäger, Jäger kommen, fallen die Roten brennend vom Himmel. Gestern griffen die Bomber an und warfen Bomben mit Zeitverzögerung. Bei dem tiefen Schlamm nur gut für uns, denn der Schaden ist nur minimal. Schön ist auch, dass unser alter Fahrer Erwin wieder zurück bei der Truppe ist. Noch nicht voll einsatzfähig, aber noch zwei Wochen und er kann wieder unseren Panzer fahren. Stolz zeigte allen sein EK-1 und sein Verwundenabzeichen, welches er sich bei der Brücke verdient hatte. Er kann bei der INST unterstützen, <laughs> er kann bei der Inst unterstützen und jungen Fahrer ausbilden. Der Panzerbestand verringert sich auch immer weiter. Viele Panzer kommen durch die langen Anmarschwege an ihre Grenzen und haben dort Ausfälle. So wird man mit vier Panzern nach vorne geschickt und nur zwei kommen an. Das kann dann schon eng werden, wenn es richtig knallt. Wieder ein Angriffsbefehl, wo wir mit unseren Panzern die stark bedrängte Infanterie heraushauen müssen. Auf dem Anmarschweg wird ein Offizier auf dem Schützenpanzer stehend und mit dem Ferndarst das Vorfeld beobachtend, beobachtend von einem Scharfschützen tödlich getroffen. Wieder ein guter Mann weniger, aber hier im Osten muss man mittlerweile mit allem rechnen. Aus dem Bereitstellungsraum geht es los gegen die Ortschaft. Mörsergranaten schlagen um uns ein und vereinzelt bekommen wir Packfeuer. Aber unsere Artillerie hält gut dagegen und wir kommen voran. Fünf Panzer sind vorgerückt. Die Panzer 4 bilden die Spitze und wir mit den Dreiern folgen. Jetzt wird das Packfeuer stärker und einem Panzer 4 wird die Kette abgeschossen trotzdem schießt er weiter auf erkannte ziele und zwei mann springen in dem entfernung neben dem panzer um die kette wieder aufzulegen wir können nicht weiter deckung geben da wir schneller vorrücken müssen vor der ortschaft entdecken wir einen bahndamm an dem wir uns entlang schieben bis wir eine unterführung sehen die drei panzer durchbrechen eine infanteriestellung und preschen bergab zur unterführung wir feuern aus allen rohren um die infanterie niederzuhalten schon sind wir in der unterführung und nach 50 metern steigt der weg an plötzlich ein lauter knall und der Spitzenpanzer bleibt mit Mintrefferquallen fliegen. Wir brechen nach links aus und schieben uns die Böschung hoch. Der andere Panzer drückt sich rechts vorbei. Einen schweren Treffer bekommen wir von einer Pack ab, werden durchgerüttelt, aber der Treffer geht nicht durch. Halbschräg auf dem Hang stehen kann ich die Pack sehen, bekomme aber das Rohr nicht herunter. Ich rufe dem Fahrer zu, er solle noch vorziehen, damit ich schießen kann. Der Kommandant schaut vorsichtig aus dem Lug und fällt am Kopf blutend zurück in den Turm. Ich kann mich nicht drum kümmern und schreie dem Fahrer zu, er solle endlich vorziehen. Mit einem Ruck bekommen wir die Böschung hoch. Die Pack schießt wieder, aber nicht auf uns. Aber der andere Panzer wird voll getroffen. Die Luken schlagen auf und Flammen schießen aus dem Wagen. Zwei Mann springen brennend aus dem Panzer. Ich richte an und treffe die Pack. Noch ein Schuss zur Sicherheit hinterher und der Spuk scheint vorbei. Wir fahren noch 20 Meter weiter und wieder knallt es. Ich werde kurz bewusstlos als ich aufwache, sehe ich den Fahrer oder was von, von ihm übrig ist. Die Granate ist voll durch die Blende geschlagen und hat ihn zerrissen. Mein Bein hat auch was abbekommen. Ich schaue mich um und versuche zu sortieren, was geschehen ist. Der Panzer brennt noch nicht, aber wir müssen raus. Der Funker ist auch bewusstlos. Ich versuche den Kommandanten aus dem Blut zu schieben. Er fällt nach hinten auf die Motorabdeckung. Ich versuche den Funker zu schnappen und ziehe ihn zu mir hoch. Wieder knallt es und spitter sausen durch den Kampfraum. Der Funker schreit auf, und ich sehe Blut aus seinem Brustkorb laufen. Ich ziehe weiter, und er wird wieder bewusstlos. Der Ladeschütze kommt blutüberströmt aus dem Dunkeln hoch und schaut mich an. Ich zeige ihm an, er soll herauskommen. Er versucht nach oben zu greifen, aber seine Hand ist abgeschossen. Blut spritzt mir entgegen. Ich nehme seine andere Hand und helfe ihm nach oben. Als er aus dem Lug kommt, wird sein Kopf voll von einer MG-Gabe getroffen. Sein Gehirn spritzt mir ins Gesicht. Keine Zeit zu trauern. Der Funker muss noch raus. Ich schiebe den toten Ladeschützen zur Seite und er fällt vom Panzer. Ich klettere aus dem Turm und will gerade wie in das lug reifen als MG-Garben gegen den Panzer schlagen. Ich werfe mich in Deckung und schiebe den Kommandanten weiter nach hinten, bis er vom Panzer fällt. Einige Kameraden sehen mich und versuchen zu uns zu kommen. Ich versuche noch mal zum Lug zu kommen, muss aber wieder abtauchen, um nicht von den Geschossgarben getroffen zu werden. Wieder knallt es und der Panzer wird durchgerüttelt. Ein Feuerblitz schießt aus dem Turm und ich werde zurückgeschleudert. Unsanft lande ich neben dem Panzer, aber wenigstens bin ich hier vor dem MG geschützt. Ich kann den Funker nicht herausholen. Der Panzer ist ein einziges Feuerentfernung. Kriechen versuche ich weiter nach hinten zu kommen. Kameraden aus dem Spitzenpanzer, der auf die Mine gefahren ist, kommen mir zu Hilfe und schützen mich. Und sie ziehen den immer noch bewusstlosen Kommandanten hinter sich her. Jetzt wird es brenzlig, denn die Russen-Mörser schießen sich auf uns ein. Der Panzermann links von mir wird herumgerissen und bricht tödlich getroffen zusammen. Ein paar Splitter habe ich auch abbekommen. Wir müssen ihn liegen lassen und uns irgendwie nach hinten retten. 100 Meter weiter sehe ich unsere Infanterie winken. Wir hetzen durch den Pulverrauch und um uns, um uns herum krachen die Mörsergranaten in den Dreck. Noch 70 Meter. Mein Bein schmerzt. Blut läuft mir den Arm herunter. Die Lungen brennen von der Anstrengung. 50 Meter. Wir springen in Deckung und uns herum schlagen die Granaten ein. Auf und weiter. Noch 20 Meter und endlich liegen wir mit pumpenden Lungen im Graben bei den Lanzern. Mein Kommandant und ich haben es bis hierher geschafft. Ich prüfe den Puls bei ihm und ein Sani kommt angekrochen. Jetzt sehe ich auch die Furche am Kopf vom Kommandanten. Streifschuss, aber scheinbar nicht tödlich. Der Sani versorgt den Feldwebel und dann später schneidet er meine Uniform auf, um meinen Arm zu verbinden. Meine Hose auch noch und da sieht er die vielen Löcher im Bein. Ohne zu überlegen, nimmt er eine Zange und fängt an, die Splitter aus den Wunden zu ziehen. Ich will schreien, aber verkneife es mir. Dazu viele Augen auf mich gerichtet sind. Nach acht Splittern hört er auf und verbindet mich. Weiter geht es nach hinten. Ich humple neben meinem Kommandanten zurück, der auf einer Trage liegt. Ein schwarzer Tag, vier Panzer ausgefallen und acht tote Kameraden. Davon unser Fahrer, Ladeschütze und Funker. Ob der Kommandant es schaffen wird, steht in den Sternen. Das war furchtbar und ich brauche erstmal Zeit, das zu verdauen. Jetzt sehe ich auch die Vorstellung. Ostfront Heeresgruppe Mitte 28.12.1941 Heimat Nachdem unser Panzer vernichtet wurde ging der schmerzhafte Weg über einige Feldverbandsplätze und Frontlazarette Richtung Heimat. Aber eins nach dem anderen. Ich sehe mich noch neben der Bahre meines Kommandanten Richtung eigene Linien humpeln. Um uns herum knallt und pfeift es. Die Stukas sind endlich da und werfen in die Stadt überall Rauch und Qualm ich merke den blutverlust und es wird immer schwerer die beine zu heben ich darf nicht aufgeben bald ist es geschafft nach unendlich langer zeit kommen wir an eine mulde in dem ein sanitätsfahrzeug steht hier liegen schon 20 verwundete und werden durch einen arzt und einige sanis versorgt die bahre wird abgestellt und ich falle daneben in mich zusammen wie ein nasser sack der Sanitätsfeldwebel Jannik, ein stämmiger Bayer, kommt auf mich zu und kniet sich vor mich hin. Meine Ohren sind noch ganz taub vom Lärm, doch wie durch einen Schleier höre ich die Fragen, die er mir stellt: Wo ich noch was abgekriegt hätte, was mit dem Bein wäre und ob ich noch irgendwo andere Löcher im Körper hätte. Ich denke, ich wurde gut versorgt, nur fühle ich mich wie im Nebel. Der Feldwebel greift mir in die Seite und zeigt mir seine blutige Hand. Da ist ein Loch, liegt die nieder, raunst er mich an. Da hat es mich doch noch erwischt. Ich liege auf einer Zeltbahn und der Arzt kommt zu mir. Vorsichtig werde ich auf die Seite gedreht und der Arzt meint zum Sanitätsfeldwebel, dass es doch nur ein Durchschuss in der Seite ist. Nichts Lebenswichtiges getroffen. Zwei Gefreite legen mir ein Verband an, der das Loch stopft. Und ehe ich mich versehe, liege ich in einem Sankar und rumpel Richtung Hinterland. Trotz des Geschaukels schlafe ich wohl langsam ein. Als ich wieder zu mir komme, werde ich ein, in ein Gebäude mit einem roten Kreuz am Eingang getragen. Komischerweise habe ich kaum Schmerzen. Möglicherweise ist nun das Ende gekommen und ich konnte Gudrun nicht mal mehr, mehr sagen, wie sehr ich sie mag. Wieder wird es dunkel um mich. Ich erwache und fühle mich elend. Durst habe ich fürchterlich und ich versuche etwas zu erkennen. In einem Raum, mit anderen Verletzten liege ich scheinbar, doch im fahlen Schein der aufgestellten Lampen wirkt alles wie ein Traum. Ein Obergefreiter kommt zu mir und fragt mich nach meinem Namen und Dienstgrad. Nachdem er meine Personalien geprüft hat, erkundigt er sich noch, wie es mir gehen würde. Durst habe ich, aber ansonsten bin ich am Leben. Er meint, dass ich viel Glück gehabt hätte, alle Splitter sind aus dem Arm und Bein entfernt worden und das Loch in der Seite wäre auch zu. Mit dem nächsten Lazarettzug soll es in die Heimat gehen, aber erst wenn der Arzt mich transportfähig schreibt. Noch weitere drei Tage vergehen und ich hoffe, dass es bald weiter Richtung Heimat geht. Täglich kommen Schwerstverletzte hier an und die Schreie gehen einem durch Mark und Bein. Viele sterben auch hier, obwohl die Ärzte ihr Möglichstes tun. Im Bett neben mir liegt ein blutjunger Kamerad, dem der rechte Arm abgeschossen worden ist. Er erzählt mir von dem Tag, als es passiert ist. Er war ganz in der Nähe unseres Einsatzortes. Als Mitglied einer Packbesatzung war er für die Munition zuständig und hat diese immer rangeholt und dem Ladeschützen übergeben. Im Feuergefecht haben die mehrere Schützenpanzer der Russen abgeschossen und fühlten sich wohl wie die Teufelskerle. Anstatt sich dann langsam vom Feind zu lösen, weil der Druck zu stark wurde, blieben die mit ihrer 5 cm Pack weiter vorne und schossen auf alles, was lohnenswert erschien. Leider hatte sich die Flanke schon zurückgezogen. Und plötzlich feuerten die Russen von der Seite und auch von vorn. In dem Chaos wurde er plötzlich durch die Gegend geschleudert. Als er aufstand und wieder Munition holen wollte, fehlte der Arm. Er konnte das gar nicht begreifen, da er keine Schmerzen hatte. Die Geschosse schlugen in die Pack ein und seine gesamte Besatzung wurde getötet. Er flitzte los und schaffte es zu seiner Einheit. Dort wurde er gleich versorgt. Am nächsten Morgen, als ich aufwachte, lag er tot in seinem Bett. Was auch immer in der Nacht geschehen war, ich habe es nicht mitbekommen. Zwei Tage weiter und es ging in einem Lazarettzug Richtung Heimat. Mir ging es schon besser und ich hoffte, dass mein Kommandant es auch überstehen würde. Fast zwei Wochen lag ich im Krankenhaus und kurierte meine Verwundungen aus. Arm und Bein waren recht schnell verheilt, die Schusswunde wollte aber nicht so recht. Ich hatte viel Zeit zum Lesen und zum Zeichnen und schrieb viele Briefe an Gudrun. Leider war das Krankenhaus zu weit von meinem Heimatort entfernt und ich bekam keinen Besuch. In der dritten Woche durfte ich dann auf Genesungsurlaub nach Hause. Zehn Tage hatte ich bekommen und war froh, als der Zug in meine Heimatstadt hielt. Freudig wurde ich von der ganzen Familie in Empfang genommen. Mein Vater war stolz wie Oskar, da ich schon mit dem EK2 nach Hause kam. Mutter hat viel geweint, aber sicher vor Freude. Auch Gudun war da und es wurden wundervolle Tage in der Heimat. Doch die Träume der Nacht zeigten mir immer wieder den schicksalhaften Tag, an dem ich meinen Panzer, an dem ich meine Kameraden verlor. Aber ich musste nach vorne schauen und ich hoffte, bald wieder am Feind zu stehen. Ein Brief erreichte mich vom Oberfeldwebel Hansen, meinem Kommandanten. Er hat es geschafft und die Verwundung überlebt. Sein Schiffchen passt nicht mehr so gut wegen des neuen Scheitels, schrieb er. Aber es wäre alles soweit in Ordnung und er würde auch bald zurück zum Regiment. Es würde auch bald zurück zum Regiment gehen. Ich bekam meine Papiere und hatte mich in der Panzertrupp Panzertruppenschule Wünsdorf zu melden. Eine Einweisung in den Panzer 4 Lang sollte durch einen Kurzlehrgang erfolgen, extra für die Richtschützen und Ladeschützen, da das Zielen mit der Langrohrkanone doch etwas anders war. Ich wusste auch schon, dass unser Regiment mit den neuen Panzern ausgestattet werden sollte und ich freute mich darauf, mit dieser neuen Errungenschaft gegen den Russen zu fahren. Viel zu schnell gingen auch diese zwei Wochen herum. Und am letzten Wochenende konnte ich mich mit Gudrun verloben. Das Weihnachtsfest ging vorbei und ich sollte zurück an die Front. Nun ging es wieder in den Osten, wo sich General Winter um Freund und Feind kümmerte. Die Division war in die Winterstellung zurückgegangen und die Kampftätigkeit war, so wie die ganze Ostfront, in der Winterkälte erstarrt. Tagebuch: Ostfront, Heeresgruppe Mitte, 2. Januar. 1942. Das neue Jahr hat begonnen und wir sind noch immer in der Winterstellung. Weiterhin werden die Unterstände angelegt, was in Ermangelung von Treibstoff immer einen langen Fußmarsch bedeutet. Glücklicherweise sind wir ganz gut mit Winterkleidung ausgerüstet und somit ist es halbwegs erträglich. Auch der Russe hält sich zurück, dem wird sicherlich auch kalt sein. Unser Instandsetzungszug hat alle Hände voll zu tun, die Panzer wieder auf Vordermann zu bringen. Obwohl wir hinter der Front eine große Halle zum Arbeiten gefunden haben, herrschen dort drinnen minus 18 Grad. Aber die Männer schaffen es, viele Panzer wieder herzurichten und auch die Ersatzteilversorgung scheint in Ordnung zu sein. Ich bin noch keiner neuen Besatzung zugeteilt worden und ich muss sagen, dass ich oft an meine gefallenen Kameraden denken muss. Es ging alles so schnell. Heinz, unser Funker, gefallen. Peter, mein Ladeschütze und auch unser Ersatzfahrer, alle weg. Ich hoffe, dass mein alter Kommandant bald wieder frontverwendungsfähig ist und wir zusammen gegen den Feind marschieren können. An der Wand meiner Unterkunft hängt ein Gedicht, das ein Gefreiter über die Weihnachtstage geschrieben hat und die Lage gut widerspiegelt. Und wieder tönt es weit und breit, über Felder und Wälder das Glockengeläut. Denn es weihnachtet heut, mitten in schwerer Zeit. Am Christbaum brennen die Kerzen so schön, wir hoffen auf ein frohes Wiedersehen. Doch mitten in dieser stillen Nacht müssen wir stehen auf einsamer Wacht. Fern von unseren Lieben daheim stehen in Russland wir vor dem Feind. Aber in Gedanken wir bei euch sind, bei dir, liebe Mutter, Frau und Kind. Wir sehen vor Freud die Kinder springen und hören die alten Lieder singen. Friede, ja Friede auf Erden, Friede wird auch für uns wieder werden. Trotz der vermeintlichen Ruhe in der Stellung sind unsere Panzer immer wieder die Feuerwehr, um an bedrohten Punkten der Front eingesetzt zu werden. Unser Kompanieführer nennt es die Korsettstangen der Front, die für Stabilisierung sorgen. Schlimm für Mensch und Material, wenn der Anmarschweg schon über 25 Kilometer beträgt und auf dem Weg dorthin schon Panzer ausfallen. Eine Bergung in dem Schnee ist schon ein Glücksspiel und es sind schon einige Panzer von den vereisten Wegen einfach in den Graben gerutscht. Ich soll mich nur noch zwei Wochen schonen und dann endlich wieder in einem Turm sitzen, sagt mein Feldarzt. Am Sonntag dann plötzlicher Funkspruch von einem Nachbarregiment, Durchbruch feindlicher Panzer und Schlitten sowie auch Russen auf Skiern. Ein Zug mit sechs Panzern macht sich fertig, um schnellstens dorthin zu kommen. Durch Zufall war ich gerade bei einer Einweisung Panzer IV Lang, für die anderen Richtschützen. Als mich ein Oberleutnant fragt, ob ich einspringen könnte. Es fehlt ein, Rutsch, ein Richtschütze im Panzer 4 und natürlich bin ich sofort bereit. 20 Minuten Zeit und in Windeseile packe ich mein Zeug zusammen und melde mich am Panzer von Feldwebel Hagen. Schnell eingestiegen, kurze Einweisung auf die Besatzung und schon rollen wir los Richtung Feind. Ich bin nervös wie am ersten Tag, aber freue mich auch wieder dabei zu sein. Der Hagen ist bekannt im Regiment, ruhig und besonnen wird gesagt, aber auch schneidig, wenn es darauf ankommt. Über verschneite Wege geht es vorwärts. Ein SPW fährt Spitze, um uns zum Brennpunkt zu geleiten. Der Wind hat aufgehört, aber es ist bewölkt und kalt. Ich hoffe, dass keine Flieger kommen, denn unsere Luftverfahrt wohl auch keine Lust, bei der Kälte zu fliegen. Eine Stunde sind wir schon unterwegs und müssten doch bald ankommen. In der Ferne hören wir schon Gefechtslärm. Allerdings meint der Kommandant, dass der Lärm von links kommen würde. Eigentlich fahren wir auf die Einbruchstelle zu, dann sollte es doch von voraus kommen. Ich versuche mit dem Ladeschützen einen Blick auf die Karte zu werfen. Ein Abgleich mit der Landschaft ist bei dem Schnee kaum möglich. Ich hoffe, wir haben uns nicht verfahren. Es geht querfeld ein und der Spitzenpanzer lässt auffächern. Wir sind auf alles gefasst, als wir auf eine Anhöhe zurollen. Rechts davon ein Waldstück und plötzlich kommen LKW mit angehängter Pack aus dem Wald gefahren. Die haben uns wohl nicht gesehen. 200 Meter Entfernung und die fahren wie die Schießbudenfiguren an uns vorbei. Es wird Feuerbefehl gegeben und die ersten sechs Schüsse sind auch gleich Treffer. Chaos bricht aus beim Russen. Dort fährt alles wild durcheinander. LKWs brennen, Packs rutschen vom Haken und die Russen laufen durcheinander und suchen Deckung. Der SPW fährt Vollgas um die Kolonne herum. Und hält mit dem MG blutige Ernte unter den Roten. Noch ein paar Sprenggranaten und die Gegenwehr erstirbt. Wir haben keine Zeit für einen längeren Halt und lassen einen Panzer und den SPW zurück. Mit fünf Panzern geht es weiter, scheinbar doch in die falsche Richtung gefahren. Wir schwenken nach links und rollen an. Der Gefechtslärm wird lauter und wir sehen Qualm hinter einem Waldstück. Zwei Panzer fahren durch den Wald und drei Panzer umfahren den Wald, um den Gegner möglicherweise im Rücken zu packen. Der Fahrer hat alle Mühe durch den Wald zu kommen und muss immer wieder Bäume umfahren. Der Kommandant befiehlt Panzergranaten zu laden und wir sind alle angespannt. Langsam schieben wir uns an den Waldrand heran und sehen T-34 Panzer, die teilweise feuernd und auch fahrend die deutsche Stellung angreifen. sprach über Funk und schon ist der erste Feindpanzer in der Optik. Ich feuere und die 7,5 cm Kanone schlägt durch. Der T-34 brennt sofort und die Besatzung springt heraus. Der nächste wird aufs Korn genommen. Abschuss, Einschlag, wieder ein Treffer. Der Kommandant schlägt mir auf die Schulter und ruft ins Mikro Donnerwetter. Das ist schon ein tolles Ding der Vierer. Genau und tödlich, so habe ich mir das vorgestellt. Wir schießen einen dritten T-34 in der Drehung die Kette ab und unser zweiter Panzer trifft den zwischen Turm und Wanne. Eine gewaltige Explosion und auch der ist erledigt. Die Lanze aus den Löchern winken und zu deuten hinter sich. Wir fahren an und sehen die Kettenspuren im Schnee. Mindestens fünf Panzer sind hier durchgebrochen und scheinen hinter den Linien zu sein. Das haben wir schon öfters erlebt. Die brechen durch und verwüsten das Hinterland oder die Instandsetzungsbereiche. Die fahren dann, bis die Munition oder der Sprit alle ist. Mittlerweile sind unsere anderen drei Panzer um den Wald herumgefahren und mischen die zurückflutenden Russen auf Skiern und Schlitten auf. Wir geben Gas und preschen den Kettenspuren hinterher. Die T-34 haben breite Ketten und kommen im Schnee besser voran als wir. Wir haben die Schneegreifer noch nicht bekommen und müssen langsamer fahren. Nach 20 Minuten sehen wir schon die ersten beiden T-34 im Feuerkampf mit den rückwärtigen Truppen. Wir halten an, ich visiere den linken Panzer an und schieße ins Heck. Motor brennt, aber scheinbar reicht das nicht. Der Turm dreht und ich visiere höher an. Ein Schuss, ein Treffer in den Turm, die Luken fliegen auf und ein Blitz schießt gen Himmel. Der andere T-34 schaltet schneller und feuert auf unseren zweiten Panzer. Der Panzer 3 kriegt einen Treffer auf die Kanonenblende und meldet Störung. Also müssen wir ran. Ich versuche, den Panzer in die Optik zu bekommen. Der T-34 ruckt an und ist schnell hinter einer kleinen Anhöhe verschwunden. Wir fahren hinterher und der Kommandant will über die Anhöhe fahren. Ich rufe, er solle warten, denn ich vermute den T-34 direkt dahinter, der nur darauf wartet, dass wir vorfahren. Langsam schiebt sich unser Panzer immer weiter hinauf, das Rohr maximal abgesenkt. Da ist er. Keine zehn Meter entfernt, stehen wir uns gegenüber. Können aber beide nicht schießen, ohne selber getroffen zu werden. Jetzt, ist, jetzt heißt es, die Nerven behalten. Ich habe die Oberkante des T-34-Turms genau im Visier. Wenn ich jetzt feuere, treffe ich nur die Luke. Dann hat er Zeit, vorzurollen und uns in den Turm zu schießen. Zentimeterweise schiebt sich der T-34 vor. Ich warte ab. Der Kommandant meint, ich sollte endlich feuern, aber ich lasse mich nicht aus der Ruhe bringen. Etwas zurück, rufe ich über Funk dem Fahrer zu. Und er setzt minimal zurück. Nun wittert der Russe seine Chance und zieht an. Er schießt. Ein furchtbares Geräusch ist zu hören. Uns klingeln die Ohren, aber wir sind noch ganz. Vor, schreie ich, wir fahren an. Und ich bekomme den Turm in die Optik. Ich hoffe, der T-34 braucht die Zeit zum Nachladen. Ich drücke ab und treffe den Turm voll. Panzer brennt und wir setzen zurück. Weiter geht es. Wir fahren in eine Senke hinein und dort stehen qualm zwei BT-7 Panzer, die auf Minen gelaufen sind. Die Russen scheinen schon getürmt zu sein oder verstecken sich im Schnee. Wir umfahren den Bereich, nachdem uns zwei Lanzer aus einem Deckungsloch den Weg durch das Minenfeld gezeigt haben. 500 Meter weiter nur noch eine Kettenspur ist zu sehen, die direkt hinter ein Bauernhaus führt. Davor eine zerschossene Feldküche und etliche tote Soldaten. Schon kriegen wir Feuer aus einem Strohhaufen neben dem Gebäude. Der Schuss geht nicht durch, aber es scheppert ordentlich. Sprenggranate in die Hausecke, Strohhaufen brennt und der Feindpanzer ist erstmal beschäftigt. Trotzdem knallt es wieder und der Fahrer ruft, dass die Kette nicht mehr richtig läuft. Wir schießen nochmal auf das Haus und Teile davon stürzen auf den T-34. Scheinbar steckt er auch fest. Der Feldwebel Hagen schnappt sich seine MP, zwei Handgranaten und springt aus dem Panzer. Wie der Wind läuft er um das Haus herum. Kurze Zeit später hören wir zwei dumpfe Explosionen und eine MP-Salve. Ich schnappe mir eine Pistole und klettere aus dem Panzer. Ich rutsche auf der Bugplatte aus und lande im Schnee. Als ich aufschaue, steht der Kommandant lächelnd vor mir. Erledigt, meint er. Der Iwan war so auf unseren Panzer fixiert, dass er die beiden Handgranaten im Turm gar nicht bemerkt hat. Später sehe ich hinter dem Haus den Qualm mit T-34 stehen und daneben zwei tote Russen liegen. Was ein Teufelskerl, der Hagen! Als ich wieder auf den Turm klettere, sehe ich erst. Was der T34 bei uns getroffen hat. Eine tiefe Schramme zieht sich über den Turm. Da hat der liebe Gott wohl die Hand dazwischen gehalten. Man muss auch mal Glück haben und ich bin froh, dass der Pfarrer auf mich gehört hat und der Kommandant mir sein Vertrauen schenkte. Nach einer Stunde haben wir die Kette wieder klar. Mittlerweile sind ein paar Lanzer zu uns gekommen und versuchen das Chaos zu beseitigen. Die zerstörte Feldküche hatte gerade ein Topf in der Gulaschkanone und scheinbar ist ein Kessel noch heil geblieben. Nachdem alle Feuer gelöscht und die Toten zusammengetragen wurden, wird erstmal das Essen verteilt. Die armen Teufel vom Tross hatten sich darauf verlassen, dass es hier sicher ist und dann das. Erschöpft, aber glücklich kommen wir der Nacht wieder in unserem Bereitstellungsraum an. Der Kommandant weist uns an, direkt in die Insteile zu fahren und die Schäden reparieren zu lassen. Heute wird das nichts mehr, meint einer der Unteroffiziere und schaut auf unsere Schäden. Glück hätten wir gehabt und den Kratzer auf dem Turmdach werden wir wohl behalten. Der Feldwebel Hagen nimmt mich zur Seite und schaut mich nachdenklich an. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber ich sage erstmal nichts. Nach einiger Zeit meint er, dass er stolz ist, einen so guten Richtschützen mitgenommen zu haben. Er klopft mir auf die Schulter, dreht sich um und geht zum Waffenwart. Unser Fahrer kommt zu mir und erklärt, dass ich mir auf das Lob schon was einbilden kann. Das macht er sonst nicht, der Alte. Für mich wird es Zeit für die Unterkunft. Als ich losgehe, ruft der Funker mir noch nach, ich solle morgen doch vorbeikommen und die Abschussringe aufmalen. Was für ein Tag. Tagebuch Ostfront, Heeresgruppe Mitte, 5. Januar 1942. Ein Sonntag an der Front und morgen ist der Tag der heiligen drei Könige. Ich denke nicht, dass es etwas Besonderes geben wird, außer die Russen-Ari, die ihre Grüße schickt. Die letzten Tage waren geprägt vom Etappendienst und Stellungsbau. Gerne wäre ich auch bei der Besatzung Hagen geblieben, aber der Rechtsschütze war wieder da, und ich konnte noch mit ihm die Abschussringe aufmalen. Da ich mich aber noch immer schonen sollte, wurde ich in die Schreibstube versetzt und dort konnte ich in der warmen unterkunft mit dem schreibstubengast und dem spieß die personalpapiere auf vordermann bringen. auf jeden fall immer besser als in der kälte Abwehrstellungen und bunker zu bauen oder schnee zu schippen. etwas abwechslung bringt ihr schlittendienst zu den außenposten. wir haben ein paar panierpferde und die ziehen unseren versorgungsschlitten recht zügig durch den schnee. dick eingepackt sitzen wir zu zweit auf dem gefährt und jagen zu unseren kameraden in die anderen stellungen. partisanen gibt es hier kaum. Wir sind zu dicht an der Front und das öde Land bietet kaum Möglichkeiten, dass die Banausen sich verstecken. Das neue Jahr hat begonnen und wir sind immer noch in der Winterstellung. Weiterhin werden die Unterstände angelegt, was in Ermangelung von Treibstoff immer einen langen Fußmarsch bedeutet. Glücklicherweise sind wir ganz gut mit Winterkleidung ausgerüstet und somit ist es halbwegs erträglich. Auch der Russe hält sich zurück, dem wird sicherlich auch kalt sein. Was wirklich gefährlich ist, sind die feindlichen Flieger, die immer irgendwo auftauchen. Denen scheint jedes Ziel lohnenswert und die werfen dann gerne mal ein paar Bomben in unsere Richtung. Aber der obergefreite lohner ist fix dabei und fährt den Schlitten wie ein alter Hase. Bis jetzt ging immer alles gut. Auf einer Tour erlebten wir mal ein Husanenstück der Flachsoldaten. Die schienen sehr genervt zu sein von den Russenfliegern und haben an der Versorgungsstraße getarnte Stellungen errichtet. So gut getarnt, dass selbst wir die nicht erkennen konnten. Als wir dann auf der Versorgungstour waren, kamen zwei Rattas angeflogen und hatten es auf uns abgesehen. Viele Möglichkeiten hatten wir nicht, als in schneller Fahrt die Richtung zu wechseln. Die Flieger stießen immer wieder auf uns herab, aber schossen daneben und daneben. Immer tollkühner und tiefer flogen die uns an. Man hörte die Bordwaffen rattern und der um uns herum aufstäubende Schnee zeigte uns, wie dicht die Garben lagen. Als die eine Maschine gerade über uns hinweg rauschte, platzte diese plötzlich in einem Feuerball auseinander und trudelte zu Boden. In einem Feuerblitz schlug sie 50 Meter entfernt auf und hinterließ ein Trümmerfeld. Dann hörten wir auch die 2 cm weiter hämmern. Drei Geschütze hatten ihre Tarnung fallen gelassen und feuerten auf die zweite Maschine. Auch diese wurde schwer getroffen und versuchte zu entkommen, aber der Schaden war wohl zu stark und auch die machte eine Bruchlandung. Qualmen blieb sie liegen und man konnte sehen, wie sich der Pilot aus der Kanzel schielte. Wir hatten mittlerweile angehalten und lagen im Schnee neben dem Schlitten. Einer der Flaksoldaten rief ruki Werch und zeigte dem Piloten an, er solle sich ergeben und die Hände hochnehmen. Doch der nahm seine Pistole und fing an, in unsere Richtung zu feuern. Da wurde nicht lange gefackelt und eine Gabe aus der 2 cm zerriss den Piloten und seine Maschine. Ein Hauptfeldwebel der Flak kam zu uns und meinte, dass wir ein schöner Köder gewesen seien. Mit etwas flauem Gefühl im Magen mussten wir aber doch grinsen und waren froh, mit heiler Haut davon gekommen zu sein. Ich durfte mich auch mal auf den Richtschützensitz der Flak setzen und war erstaunt, wie schnell das Geschütz gerichtet werden konnte. Kein Vergleich mit unseren Panzerkanonen, aber gegen die Flieger scheinbar sehr effektiv. Nach ein paar Zigaretten und etwas getauschtem Speck ging es weiter zu unserer nächsten Stellung. Ein Bunker mit zehn Mann und einer 15 in der hier gab es endlich was Warmes zu essen. Da haben sich die Männer scheinbar ein Schwein organisiert und das duftete schon sehr gut. Mit prallgefüllten Bäuchen und noch etwas Schweinefleisch im Kochgeschirr, das wir gegen zwei Flaschen Bier getauscht hatten, ging es weiter. Der nächste Punkt war ein Beobachtungsposten auf einem Hügel, von dem man kilometerweit schauen konnte. Hier saß ein VB mit seinem Funktrupp und hatte die Aufgabe, die Ari einzuweisen und zur Not auch die Luftwaffe zu Hilfe zu rufen. Durch ein Scherenfernrohr konnte ich sehr weit in die Ebene schauen und sah ein paar Panzerwracks dort stehen. Die kamen vor zwei Tagen hier an und die Ari hat da ganz passabel aufs Dach geschmissen, meinte der Leutnant. 17,5 17 cm Feldhaubitzen machen ordentlich Musik, sagte der Unteroffizier daneben. Eine lustige Truppe hier oben, aber da bin ich doch lieber in der Schreibstube oder in meinem Panzerturm. Wir scherzten noch ein wenig und wollten gerade wieder zu unserem Schlitten, als plötzlich der Kopf des Leutnants herumgerissen wurde und das halbe Gesicht auf uns spritzte. Ganz starr vor Entsetzen blieb ich stehen, bis der schon am Boden liegende Unteroffizier mich sanft auf den Boden zog. Scharfschütze, meinte er, verdammte Schweinerei. Die schießen die Offiziere weg und danach räumen die bei uns auf. Den Kopf konnte man nicht mehr über die Deckung heben. Ein Feldwebel kam angekrochen und schaute nach dem Leutnant. Da war nichts mehr zu machen. Was eine Verschwendung. Nun hatten wir aber das Problem, hier wieder wegzukommen. Über Funk meldeten wir den Verlust des VBs und dass wir momentan hier nicht mehr wegkommen können. Ich versuchte durch das Scherenförderer was zu erkennen, aber da war nur weiße Wüste. Irgendwo da draußen lag der Lump und wartete auf uns. Es dauerte nicht lange, bis es dunkel wurde und dann verkrümelten wir uns wieder in die Richtung, aus der wir gekommen waren. Kein Schuss fiel mehr an diesem Abend, aber es war mal wieder verdammt knapp. Zurück beim Stab machten wir ausführlich Meldungen und berichteten dem Zugführer, was geschehen war. Ein paar Tage danach meldete sich ein junger Obergefreiter in der Schreibstube und wollte den Hauptmann sprechen. Ich war zwar vertieft in meinen Papierkram, konnte aber doch hören, was gesprochen wurde. Der Obergefreite war ein guter Schütze, aber kein ausgebildeter Scharfschütze. Er sollte sich um das Problem beim VB-Posten kümmern. Er hatte ein K98 mit Zielfernrohr dabei und ich denke, der hat schon das eine oder andere Problem gelöst. Nun war es wieder an mir und ich bekam den Auftrag, mit dem Schlitten und dem Obergefreiten zur VB-Stellung zu fahren. Ich brachte vor, dass doch der Lohnert der Schlittenspezie wäre, wurde nicht akzeptiert und es blieb dabei. Gesagt, getan und los ging es zur VB-Stelle. Diesmal ohne Flugzeug oder andere Störung. Mir war nicht wohl dabei, aber Befehl ist Befehl. Dort angekommen war ich doch nervös und hielt mich immer in Deckung, obwohl der Bereich für einen vermeintlichen Scharfschützen der Russen nicht einzusehen war. Schnell machte ich mich wieder auf den Rückweg und war gespannt, was hier noch passieren würde. Nach zwei Tagen hörten wir über Funk, dass der Obergefreite den Scharfschützen erwis erwischt hätte. Ein blutiges Tarnhemd und ein russisches Gewehr brachte er mit, als er zurück in die VB-Stellung kam. So musste ich wieder los und den Kameraden einsammeln. Auf der Fahrt hatten wir etwas Zeit zu reden. Er erzählte mir von seiner Jugend auf einem Bauernhof an einem Wald und dass er schon als kleiner Junge mit seinem Vater jagen war. Nach meiner Frage, wie viel er schon erledigt hätte, wich er aus und meinte, dass es darauf nicht ankommen würde, eher darauf, wie viel Kameraden man retten kann. Nur das zählt. Sicherlich hat er recht, aber ich denke, einen Feind durch ein Zielfernrohr zu erledigen hinterlässt sicher auch seine Spuren. Zwei weitere Tage später wurde ich endlich einer neuen Besatzung zugeteilt. Natürlich hörte man sich um und ich konnte mir schnell ein Bild machen, bei wem ich dort einstieg. Unerfahrene oder nicht erfolgreiche Kommandanten bekommen in der Regel altgediente Richtschützen zugeteilt. Hier soll, mit man, hier soll man mit Erfahrung etwas unterstützen und die Überlebenschancen des Panzers verbessern. Wir unterhielten uns viel über das, was schon hinter uns lag. Ohne große Erfolge oder Abschüsse war der Kommandant etwas betrübt, obwohl er schon einige Monate im Fronteinsatz stand. Natürlich wurden wir nicht sofort ins Feuer geworfen, da auch der Fahrer und der Funke aus einer anderen Besatzung kamen. Wir sollten erst untereinander funktionieren, bevor wir nach vorne fahren. Unser Hauptmann ist ja auch ein kluger Bursche, der ist auch schon seit Spanien dabei. Sicherungsaufgaben bekamen wir und als Begleitpanzer wurden wir eingesetzt. Das waren unsere ersten Aufgaben und viel passierte auch nicht. Der Kommandant wollte sich gerne beweisen und uns beeindrucken, aber wenn es doch zu tollkühn wurde, konnte ich immer vorsichtig meine Bedenken äußern und wir sind dann doch nicht vorgeprescht oder unvorsichtig an den Feind herangegangen. Nach zwei Einsätzen konnten wir wenigstens schon zwei MG-Nester vernichten und eine Pack zerstören. Aber ich denke, so ruhig wird es in den nächsten Wochen nicht bleiben, denn der Russe fühlt an vielen Frontabschnitten. Vor. Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Mitte 13. Januar 1942 Es ist kalt, furchtbar kalt und man glaubt kaum, dass es noch schlimmer kommen kann. Der Wind pfeift einem um die Ohren und man kann froh sein, dass man in der Nacht eine Unterkunft und ein wärmendes Feuer im Ofen hat. Schlimm wird es nur dann wieder, wenn man nachts aus der Bude raus muss und sich in die dicken Lagen Winterbekleidung wickeln muss. Dann zwei Stunden auf Wache und wieder zurück in die warme Unterkunft. Zittern, schwitzen, zittern, schwitzen, das kann nicht gut sein. Wenigstens liegen wir nicht ständig im vorderen Graben wie die Infanteristen. Dort gibt es auch Reihenweise, Ausfälle durch Erfrierungen. Aber irgendwann wird auch dieser Winter vorbei sein. Die Lage im Regiment ist momentan katastrophal. Die einzelnen Abteilungen sind hunderte Kilometer auseinander eingesetzt und wirken an vielen Frontabschnitten als Stütze der Fußtruppen. Eigentlich ja nicht das, was wir als Panzermänner normalerweise machen. Aber der Lanzer im Graben hat gegen die immer und immer wieder anrennenden Russen und die T-34 Panzer wenig entgegenzusetzen. Da ist es schon gut, wenn man ein paar Panzer 3 und 4 in der Hinterhand hat, um etwaige Durchbrüche abzuriegeln. Wir haben noch Glück und sind beim Stab geblieben. Aber auch hier vergeht kein Tag, wo wir nicht irgendwelche Dörfer oder armselige Ansammlungen von Hütten vom Feind säubern müssen, weil der Russe unsere Truppen dort herausgeworfen hat. Also wieder vor, Angriff und die letzten noch stehenden Hütten in Brand schießen, damit der Iwan türmt. Die Flieger machen sich auch sehr rar. Ich hörte von einem Obergefreiten, dessen Bruder in einem Jagdverband in Frontnähe eingesetzt ist dass die dort wirklich Probleme haben, ihre Maschinen bei der Kälte zu starten. Mittlerweile schieben sie dort große Wannen unter die Motoren und schütten Benzin hinein. Das wird dann angezündet und ein Feuer brennt unter dem Motorblock. Nicht so stark, dass die Maschine Feuer fängt, aber stark genug zum Vorheizen. Nach fünf Minuten kann der Motor dann angelassen werden und die Jäger können starten. Bei unseren Panzern müssen wir das noch nicht machen, aber das kann ja noch kommen. Wieder ein Tag vorbei und es gab außer ein paar Artilleriegeschossen, nicht viel. Ein paar Tage später wurde ein großer Durchbruch der Russen gemeldet und wir mussten ran. Nach einer Stunde waren wir mit acht Panzern auf dem Weg zur Einbruchstelle bei einer Nachbardivision. Die Russen hatten sich dort an einem unübersichtlichen Gelände festgesetzt und versuchten weitere Truppen nach vorne zu bringen. Nach drei Stunden Fahrt hatten wir schon zwei Ausfälle durch technische Defekte und kam im Raum der Einbruchstelle noch mit sechs Kampfwagen an. Wir wurden aufgeteilt und jeweils zwei Panzer III und wir mit unserem Panzer IV sollten die Südflanke anfahren. Kurze Absprache über Funk und los ging es. Wir sollten angreifen und ordentlich Rabatz machen, damit die anderen Panzer sich unentdeckt nähern konnten. Leider klappte das nicht und wir bekamen schon nach kurzer Zeit starkes Feindfeuer aus einem Waldstück. Pax und MG hämmerten auf uns ein, und wir schossen zurück was wir konnten. Unser Stummel schleuderte eine 7,5cm Granate nach der anderen in den Gegner. Wir hatten extra Sprenggranaten dabei um die Russen aus ihren Löchern zu schießen. Die Kurzkanone unseres Kampfwagens hatte nicht die Reichweite aber wo die hinlangte da wuchs kein Gras mehr. Nach 20 Minuten hörten wir dann Kampflärm von der anderen Seite und jetzt war der Ivan in der Zange. Wir wussten nicht, wie viel Pack er mittlerweile nach vorne geschafft hatte, aber mehrere T-34 waren schon in Brand geschossen und standen qualmend zwischen den Hütten. Die Schützenpanzerwagen zogen neben uns vor und die Lanzer stürmten den Ortsteil, der von uns schon sturmreif geschossen war. Ein Panzer 3 wurde lahmgeschossen und konnte nur noch Feuerunterstützung geben. Wir fuhren weiter und bekamen noch immer Packbeschuss. Treffer um Treffer gingen den Panzer zu unserer Rechten und er konnte nicht mehr in Deckung fahren. Ausbooten oder weiterfeuern? Was wollten die Kameraden dort nun machen? Unser Kommandant entschied sich zu helfen und ließ rechts anziehen. Wir schoben uns zwischen die feuernde Pack und den Panzer drei zu Rechten. Ich konnte nun endlich die Pack erkennen und visierte durch die Optik an. Zwei Schuss und die Pack schwieg. Der Funker jagte noch einen Gurt hinterher und nichts rührte sich mehr. Wir sprangen aus dem Panzer und hängten den liegengebliebenen Panzer an, um ihn aus dem Gefahrenbereich zu schleppen. In der Kälte die Stahlseile anzubringen, während der Feind auf einen schießt, ist nicht gut. Das Bug MG und das Turm MG schossen Sperrfeuer und wir konnten endlich die Verbindung herstellen. Wieder rein in den Kasten und ab dafür. Schwer ließ sich unser Kameradenpanzer ziehen, aber wenigstens kam er vom Präsentierteller runter. Jetzt erst merkte unser Funker, dass er am Arm blutete. Nur ein Streifschuss, aber trotzdem schmerzhaft. Am Dorfrand hielten wir an und lösten die Stahlseile. Dankbar klopften uns die anderen auf die Schulter und versuchten nun von dort aus an dem Gefecht teilzunehmen. Der Russe zog sich hart kämpfend immer weiter in das Dorf zurück. Plötzlich schlugen Artilleriegranaten um uns herum ein. Wir hofften nicht getroffen zu werden, bis wir über Funk hörten, dass es die eigene Ari war. Die uns auf den Kopf spuckte. Das Feuer sollte 500 Meter weiter hinter dem Dorf den Rückzug der Russen zersprengen. Das war wohl nichts. Ein Schützenpanzerwagen wurde voll getroffen und explodierte in einem Feuerball. Glücklicherweise waren die meisten Soldaten schon abgesetzt. Somit hielten sich die Verluste in Grenzen. Über hektischen Funkverkehr wurde der Umstand der schlechtliegenden Arisalben gemeldet und nach kurzer Zeit wurde das Sperrfeuer vorverlegt. Wir zogen weiter und schossen aus allen Rohren. Handgranaten detonierten, MG-Salben schlugen gegen den Turm und ein Inferno aus Feuer und Rauch begleitete uns bei der Eroberung des Dorfes. Der Widerstand wurde gebrochen und der Russe türmte durch das Artilleriefeuer Richtung eigener Frontlinie. Die Häuser wurden gesäubert und Waffen und Munition wurde eingesammelt. 6 T-34, 8 Packs und einige MGs waren die Beute. Zahlreiche Lkw waren mit Verpflegung und Munition beladen in unsere Hände gefallen. Was man mitnehmen konnte, wurde mitgenommen, der Rest dann zerstört. Später stiegen wir aus und besprachen den Angriff mit den anderen aus unserer Angriffsgruppe. Nur die Besatzung von der beschädigten Panzer 3 fehlte. Ich lief zurück zu der Scheune, wo wir die Kameraden zurückgelassen hatten. Als ich um die Ecke bog, bot sich mir ein grausames Bild. Der Panzer hatte von der eigenen Ari einen Volltreffer auf das Turmdach bekommen und war zerstört. Die halbe Scheune war weg. Und neben dem Panzer lagen die halbzerrissenen Leichen des Fahrers und des Kommandanten. Scheinbar waren die nicht im Panzer bei dem Treffer. Was für eine Schweinerei! Gute Männer mussten sterben, weil scheinbar jemand einen Fehler bei der Koordinatenübermittlung oder bei der Feuerleitung gemacht hat. Ich lief zurück zum Oberleutnant, der unseren Angriff geführt hat, und meldete ihm den Verlust. Außer sich vor Wut stapfte er zu seinem Panzer und ließ seinen Ärger am Funkgerät aus. Später, so hörten wir, gab es noch eine sehr laute Besprechung beim Divisionskommandeur der Infanteriedivision, die uns um Hilfe gebeten hatte. Ein junger Leutnant der Artillerieabteilung bekam die Schuld für das Feuer auf die eigenen Truppen. Wer letztendlich den Fehler gemacht hat, wird sich nicht mehr feststellen lassen. Aber das machte unsere Männer und die anderen Lanze aus dem SPW nicht wieder lebendig. Nach erfolgreicher Absicherung der HKL machten wir uns auf den Rückweg, und nahm unterwegs die anderen beiden Panzer, die liegen geblieben waren, in Schlepp. Gegen frühen Abend waren wir wieder zurück beim Regimentsstab und wollten nur noch etwas essen und eine warme Stube. Wenn das so weitergeht und der Russe überall schwer drückt, dann kann das eng werden. Die Frontlinie ist überdehnt, die Panzer fallen aus und kommen nicht nach, Personalersatz wird immer weniger und das Wetter macht es nicht leichter. Getreu dem Motto, es kann nur besser werden, sitzen wir abends zusammen und spielen ein paar Runden Skat, bevor ich mich wieder meinen Zeichnungen widme und einen langen Brief an meine geliebte Gudrun schreibe. Tagebuch Ostfront, Heeresgruppe Mitte, 24. Januar 1942. Der Winter hat uns alle fest im Griff. Die Kälte ist erträglich, solange der Wind nicht zu stark weht. Dann macht der Schnee an vielen Stellen das Vorankommen unmöglich. In den letzten Tagen war kaum daran zu denken, auch nur irgendwie mit unseren Panzern in den Einsatz zu kommen. Der Treibstoff kommt kaum in ausreichender Menge bei uns an und wird dann stark rationiert. Laufend kommen Anfragen von Nachbareinheiten bei uns an, ob wir Panzer zur Unterstützung schicken können. Aber in der Regel klappt das nicht, weil die Wege entweder unpassierbar sind oder einfach der Kraftstoff fehlt. Wir hoffen darauf, dass die Bahnstrecken wieder einsatzfähig sind, damit die Versorgung auf der Schiene besser klappt. An einem Vormittag sitzen wir in der Hütte neben der Werkstatt und sprechen mit den Mechanikern über die Wirkung unserer Munition auf die starken russischen KW-Panzer. Da geht die Türe auf und ein Hauptmann der Panzeraufklärer kommt herein. Es wurden zwei T-34 ganz in der Nähe gefunden, die scheinbar aufgegeben wurden oder im Eimer sind. Jetzt werden Panzerbesatzungen gesucht, die Erfahrung mit dem Modell haben und eventuell an einer Bergung teilnehmen können. Nun habe ich als Richtschütze keine Ahnung, wie man die Dinger fährt, aber den Turmrichtantrieb und die Kanone könnte ich schon bedienen. Schnell sind zwei Besatzungen gefunden und vier Schlitten werden schnellstens beladen. Dieselfässer werden aufgeladen und ein paar Sicherungssoldaten werden befohlen uns zu begleiten. Fast zwei Stunden geht es durch die weiße Wüste, bis wir an einem Waldrand Bewegung erkennen. Da stehen die beiden Panzer, aber verlassen sind die nicht. Ein LKW scheint da zu sein und ein paar Russen laufen hin und her. Wir halten an und die Lanzer springen in den Schnee. Schnell gehen die Kameraden mit zwei MG in Stellung. Wir treiben die Pferde an, um von der anderen Seite anzugreifen. Kurz darauf öffnet eines unserer MGs das Feuer und die Russen wehren sich zaghaft. Wir springen von unserem Schlitten und werfen uns in 50 Meter Entfernung in den Schnee. Mit meinem Karabiner halte ich drauf und ein Russe nach dem anderen wird ausgeschaltet. Nach kurzer Zeit sehen wir einen weißen Fetzen in der Hand eines Russen und das Feuer wird eingestellt. Vorsichtig nähern wir uns den Burschen und können dann vier Mann gefangen nehmen. Zwei Verwundete und vier tote Russen liegen in der Stellung. Wir selber haben auch Verluste. Ein Unteroffizier fiel durch Kopfschuss und zwei Mann haben Schussverletzungen, aber nicht lebensgefährlich. Auch zwei Pferde wurden getroffen, und wir lösen die armen Kreaturen von ihrem Leiden. Zwei Mann werden abgeteilt, die Pferde zu zerlegen, um das Fleisch wieder mit nach Hause zu nehmen. Die Russen werden befragt und bekommen heraus, dass die selber ein Instandsetzungstrupp sind und die Panzer bergen sollten. Deswegen war die Gegenwehr doch sehr zaghaft. Ein Panzer haben die schon wieder fahrfähig bekommen. Und bei dem zweiten muss wohl noch die Kraftstoffleitung repariert werden. Ohne lange zu überlegen, lassen wir die Russen die Panzer zusammenflicken und melden über Funk, dass wir mit den Beutepanzern in Kürze Richtung eigene HKL aufbrechen. Nicht, dass plötzlich die Luftwaffe kommt und uns was aufs Dach schmeißt. Wir haben auch Fliegersichttücher mitgebracht und legen die gut sichtbar aufs Heck der T34. Noch drei Stunden, dann geht es los. Zwei Schlitten vorweg, dann die beiden T34. Am letzten Panzer hängen wir noch zwei Schlitten an und der LKW kommt auch noch mit. Der kann schön in der Schneise hinterherfahren. In dem LKW sind noch ein paar Ersatzteile drin, die wir bestimmt noch gebrauchen können. Ich selbst sitze im Führungspanzer mit zwei Russen und muss die beiden in Schach halten. Eng ist es in der Kiste, da noch ein Fahrer und ein Funker von uns mit im Kampfraum sitzt. Wir sollen uns gleich mit der Technik vertraut machen und was lernen. Die ganze Technik im T34 scheint rustikal und zweckmäßig zu sein. Wir müssen trotzdem dreimal anhalten und die Panzer neu anlassen. Scheinbar stimmt da noch immer etwas nicht. Gegen Abend kommen wir in unserem Abschnitt an und wir melden dem stellvertretenden Abteilungskommandeur unseren Beutezug. Der ist hocherfreut, der schon Erfahrung mit Beutepanzern hat und weiß um die Schlagfähigkeit der feindlichen Panzer. Die Verwundeten werden nach hinten zum Hauptverbandsplatz gebracht und der tote Unteroffizier soll morgen auf dem Feldfriedhof begraben werden. Wir fahren die Panzer weiter bis zur Instandsetzungshalle und sperren die Russen in eine Hütte ein. Die werden noch gebraucht und wir hoffen, dass wir von denen noch was lernen können. Am nächsten Morgen werden wir wieder zu den Beutepanzern geschickt. Mit den Russen werden noch einige Reparaturen durchgeführt und tatsächlich Balkenkreuze auf die Türme gemalt. Die Iwans haben sich bereit erklärt, uns einzuweisen und hoffen darauf, bei uns bleiben zu können. Scheinbar ist alles besser als in einem Gefangenenlager. Gut für mich, denn ich kann auch mein Russisch aufbessern. Jetzt ärgere ich mich aber schon wieder über meine Meldung zu der Bergung. Nun bin ich der neuen Beutepanzergruppe zugeteilt und soll als Richtschütze im T-34 mitfahren. Meine Besatzung ist da nicht begeistert und auch meinem Kommandanten schmeckt das nicht. Aber wenn der Hauptmann sich das so wünscht, dann gibt es eben keinen anderen Weg. Die nächsten Tage vergehen mit Einweisungen in die Technik und Probefahrten im Bereich hinter der Front in unserem Gefechtsabschnitt. Unsere Versorger schaffen noch mehr Diesel und auch Munition für die Russenpanzer heran. Scheinbar wurde genug davon erbeutet und nun können wir das gebrauchen. Das Regiment scheint das auch ganz gut zu finden, denn der Regimentskommandeur kommt auf einen Blitzbesuch vorbei, um sich die Beutepanzer vorführen zu lassen. Es geht das Gerücht um, dass ganze Einheiten aus Beutepanzern aufgestellt werden sollen. Ich hoffe nicht, dass es so kommt, denn ich will mein Regiment nicht verlassen. Nach einer Woche üben. Und den ersten Schießabschnitten fühlen wir uns schon ganz sicher mit den Russenpanzern. Es dauerte auch nicht lange und wir sollen wieder einmal auf Höhe 224 zu einem Gegenstoß antreten. Diese Höhe ist immer stark umkämpft, da man von dort ein großes Gebiet überblicken und auch die Artillerie einweisen kann. Wie eine große Insel an einem Meer aus Schnee. Hat schon oft den Besitzer gewechselt, aber nun hat sich der Iwan dort tief eingegraben. Mit starker Packfront ist da kaum ein Herankommen. Und eine Umgehung oder ein Flankenangriff wird durch die Artillerieschläge und durch die rote Luftwaffe ständig vereitelt. Trotzdem soll angegriffen werden. Einige Panzer 3 und 4 machen sich fertig für einen Entlastungsangriff und wir mit unserem T-34 sollen auch dabei sein. Aber erstmal bleiben wir im rückwärtigen Bereich und sehen, ob der Angriff durchschlägt. Gegen 10 Uhr kommt der Artillerieschlag auf die Anhöhe, gefolgt von einigen Stukas, die ihre Last dort abwerfen. Viel Rauch und Qualm liegt in der Luft, als unsere Panzer vorpreschen. Knapp 6000 Meter bis zur Stellung und unser Angriff rollt, die Vierer vorweg und die Panzer drei dahinter. Es dauert nicht lange und die Russen Ari antwortet auf unseren Angriff. Schon bleiben zwei Kampfwagen mit Kettentreffern liegen. Dann fängt das Packfeuer an und ich kann durch mein Fernglas sehen, wie unsere Panzer schwer von der feindlichen Pack eingeschenkt bekommen. Es dauert nicht lange, und die Panzer drehen ab und versuchen im Nebel aus dem Schussfeld zu kommen. Einige Besatzungen werden noch aufgenommen und die Fahrzeuge ziehen sich zurück in die Auffangstellung. Noch vier Panzer sind einsatzbereit und die Verluste an Mensch und Material sind hoch. Ein weiterer Frontalangriff wäre Selbstmord und es wird fieberhaft überlegt, ob man es bei Nacht noch einmal versuchen sollte. Plötzlich kommt der Hauptmann vorbei mit einer Idee, die mir nicht gefällt. Wir schicken die T-34 vor und drehen den Turm nach hinten. Gerade so, als ob die Panzer sich schnellstens zur eigenen Front zurückziehen und mit viel Glück feuert die Pack nicht auf die eigenen Panzer. Ein Himmelfahrtskommando, aber was soll's. Befehl ist Befehl und als es langsam dämmert, machen wir uns fertig. Die Balkenkreuze werden fix geweist und dann preschen wir schon vor. Den Turm nach hinten gedreht und mit Vollgas fahren wir von Südwesten auf die Anhöhe zu. Unsere eigenen Truppen haben den Befehl, uns hinterher zu feuern, aber natürlich daneben zu zielen. Artilleriefeuer der Russen setzt ein und ich spüre die Splitter am Panzer abprallen. Ein ohrenbetäubender Lärm und der Panzermotor brüllt. Mit den breiten Ketten kommt der Kampfwagen gut voran und wir scheinen das Artilleriefeuer zu unterlaufen. Oder hören die auf zu feuern? Ich erwarte jeden Moment den ersten Packtreffer von vorn. Wir können ja auch nicht ständig die Richtung wechseln, da wir ja eigentlich Russen sind, die schleunigst zur eigenen Kampflinie wollen. Plötzlich ein Schlag neben uns und der Panzer wackelt. Kurz danach noch einer und wieder einer. Der Fahrer schreit durch den Kampfraum, dass wir gleich einen abbekommen. Aber wir fahren weiter. Kein Packfeuer mehr. Nun haben die uns erkannt und stellen das Feuer ein. Jetzt müssen wir kühlen Kopf bewahren. Immer weiter geht es Richtung Hügel, an Panzerwracks vorbei und auch an Drahthindernissen. Immer weiter die Anhöhe hinauf. Jetzt kann man schon die gut getarnten Stellungen erkennen. Und der Fahrer hat schon einige Packstellungen vor uns erkannt. Scheinbar lassen die uns durch. Trotz der Kälte bin ich komplett durchgeschwitzt. Wir fahren langsamer und werden durch die Sperren an den Trichtern vorbeigelotst. Der Kommandant gibt das Kommando und wir drehen den Turm nach vorn. Mitten unter den Russen feuern wir mit MG und dem Geschütz in die feindlichen Stellungen. Die braunen Leiber fliegen durcheinander und wir nehmen die Packstellung aufs Korn. Der zweite Panzer ist nach links eingeschwenkt und räumt dort auf. Die erste Pack ist ausgeschaltet. Weiter zum nächsten. Kugeln prallen vom Turm ab. Handgranaten krepieren neben den Ketten. Durch die Optik sehe ich eine Panzerbüchse in Stellung gehen. Ich ziehe ab und nur ein schwarzer Krater erinnert an die beiden Schützen, die versuchten, uns aufzuhalten. Die nächste Pack wird anvisiert. In wilder Panik versuchen die Russen, ihre Geschütze zu drehen, aber die Feuerstellung lässt das nicht zu und schon zerreißt es die Pack und die Besatzung. Zu fetzen. Schuss um Schuss feuere ich in die feindlichen Reihen, und immer mehr Russen sterben unter unserem Beschuss. Viele versuchen zu fliehen und werden trotzdem von unseren MG-Gaben erwischt. Noch eine Pack wird zerstört, und wir hoffen, dass unser zweiter T-34 genauso erfolgreich ist. Todesmutig stürzen sich die Russen auf unseren Panzer, um uns auszuräuchern. Der Kommandant macht die Luke auf und feuert mit seiner MP auf die Russen, noch zwei Handgranaten hinterher, und unser Panzer ist wieder feinfrei. Der Fahrer ruft plötzlich. Panzer von vorn! Und ein T-34 schiebt sich über die Anhöhe auf uns zu. Das ist aber nicht unserer, und ich schieße ohne Feuerbefehl. Leider hatten wir keine Panzergranate geladen und somit flog nur die Kette vom Feindpanzer ab. Zweite Granate hinterher und Treffer in der Unterwanne. Der qualmt jetzt auch. Jetzt scheint die Gegenwehr langsam zu ersterben. Der Kommandant schaut durch die Luke und sieht unsere Truppen vorrücken. Scheinbar hat es geklappt und wir haben die Stellung eingenommen. Die Infanterie schwärmt aus und räuchert die letzten Russenstellungen aus. Die Höhe haben wir in der Hand und ich hoffe, das bleibt erstmal so. An den T-34 kann man sich gewöhnen, hat gut durchgehalten. Und der andere T-34 hat es auch überstanden, er fährt langsam in unsere Richtung. Was für ein Ritt auf Messerschneide. Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Mitte, 13. Februar 1942. Alles ist irgendwie eingefroren. Kaum Bewegung und auch kein Durchkommen mehr. Die Schneewehen sind teilweise zwei Meter hoch und nur Zugmaschinen und Räumkommandos kommen durch. Der Russe spielt mit uns das ewige Spiel und versucht, uns aus den Winterquartieren zu vertreiben. Im Grunde geht es nur um ein paar Hütten in der Steppe, um die gerungen wird. Mal werfen wir den Ivan raus und manchmal müssen sich unsere Truppen zurückziehen. Mittlerweile schaffen es die Russen mit Skibataillonen und Kavallerie uns zu umgehen und dann die Front zu durchbrechen. Glücklicherweise können die sich nicht lange halten und ziehen sich schnell wieder zurück. Aber es zehrt schon an der Substanz, wenn man nicht weiß, was da durch die weiße Wüste fährt. Vor ein paar Tagen wurde unser Gefechtsstand von einem Skitrupp angegriffen. Das Feuergefecht dauerte nicht lange und nach knapp 20 Minuten waren die wieder weg. Wir fanden später nur Blutspuren, aber keine Toten. So ziehen die Tage dahin und wir hoffen, dass es bald wieder besser wird. Ein Gerücht macht die Runde, dass es bald Richtung Scharkow gehen soll. Unser Regiment ist ja weit auseinandergezogen eingesetzt und es wäre gut, mal wieder alle zusammen zu haben. Einige Kampfgruppen sind schon lange auf sich alleine gestellt und werden durch tapfere Offiziere geführt. Aber auch da sind die Verluste hoch und es kommt wenig Ersatz. Aber die Vermutungen werden dann doch zu befehlen und es geht an das große Packen. Tagelang wird alles zusammengesucht und verstaut, damit der Stab endlich aus diesem Gebiet herauskommt. Es sind über 100 Kilometer, die wir zurücklegen müssen und der Russe wird uns nicht einfach ziehen lassen. Eigentlich habe ich auch noch Glück gehabt, dass ich noch bei meiner Truppe bin. Nach unserem erfolgreichen Angriff auf die Anhöhe mit unseren Beutepanzern sollten wir im Mittelabschnitt mit anderen Beutefahrzeugen eine gepanzerte Gruppe aufstellen. Aber unser Hauptmann hat sich dafür stark gemacht und nicht auch noch seine alten Hasen zu verlieren. Also hat mir den Auftrag, die Panzer noch vor der Verlegung zur nächsten Bahnstation zum Verladen zu bringen. Das hat mir nicht gefallen, da man mit einem T-34 hinter der Front Immer damit rechnen muss, von eigenen Kräften abgeschossen zu werden. Aber es sollte schnell losgehen, und wir machten uns auf den Weg zum nächsten Bahnhof, der knapp 40 Kilometer hinter der Front lag. Dicke Balkenkreuze hatten wir auf den Panzern und auch große Fliegersichttücher auf die Stahlplatten gelegt. So waren wir kaum noch zu übersehen, und es sollte doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir jetzt noch einen auf den Deckel bekommen. Über Funk, Wurden wir angekündigt und los ging es. Ein Fahrer, ein Funker und zwei Mann im Turm. Die 13 fuhr spitze und wir mit der Nummer 12 hinterher. Warum auch immer die Zahlen auf den Panzern waren, das hatte sicherlich irgendeinen Hintergrund, den wir nicht kannten. Wir benutzten eine geräumte Straße und hatten jeweils einen Schlitten mit Treibstoff angehängt. Vorweg ein Kübel mit zwei Kettenhunden, damit wir überall durchkamen und auch, um nicht sofort beschossen zu werden. Hinten dran noch ein SPW, der uns später mit zurücknehmen sollte. Der Kübel fuhr immer 100 Meter voraus. Das ging so lange gut, bis der Schnee zu hoch wurde und wir den Wagen hinter den SPW hängen mussten. 20 Kilometer hatten wir schon geschafft, aber dann wurde es Zeit für eine Marschpause. Es dauerte nicht lange und ein Storch kreiste über uns. Immer tiefer ging er runter, um zu schauen, was wir so treiben. Wir schossen dann schnell ES und der Aufklärer quittierte. Damit war das schon mal keine Gefahr. Nach 30 Minuten kletterten wir wieder in unsere Panzer und die Motoren heulten auf. Weiter ging es und wir hatten noch so einiges vor uns. Nach einiger Zeit kamen wir an eine Brücke, die eigentlich Panzer tragen sollte. Von den Panzerpionieren gebaut, konnte man auf einem Schild lesen und auf der anderen Seite des Flusses konnte man auch Stellung von deutschen Soldaten erkennen. Wir wollten gerade übersetzen, da knallt es auch schon. Einmal, zweimal und noch einmal. Kein schweres Kaliber, aber ein vertrautes Geräusch. An der 13 hatten wir schon zwei Treffer sehen können, die gingen aber nicht durch, sondern die Querschläger jaulten gen Himmel. Der Führungspanzer machte die Luken zu und Volldampf auf die Brücke. Wieder knallte es und ich schrie dem Fahrer zu, dass es nur Panzerbüchsen sein können. Das Begleitkommando schoss nun auch ES und nach zwei weiteren Treffern am Turm war es vorbei. Die Pfeifen da drüben haben uns natürlich für Russen gehalten, die im Hinterland für Verwirrung sorgen sollten. Mit russischen Panzerbüchsen Kaliber 14,5 als Beutewaffe haben die wie die Wahnsinnigen auf uns draufgehalten, da sie sonst keine schweren Waffen hatten. Als wir drüben waren, sprang ein Feldwebel auf die Straße und hielt uns an. Panzerminen werden hier ausgelegt und wir müssen ausweichen. Keine Sekunde zu früh, da wären wir voll drauf gefahren. Und dann mit einem lauten Knall gen Himmel geflogen. Ein junger Leutnant der Infanterie kam später dazu und entschuldigte sich für den Vorfall. Die hatten schon mal Russenpanzer im Hinterhof und das war kein Spaß. Ich kann schon verstehen, dass man da vorsichtig wird. Nachdem wir auch die Minengasse gefunden hatten, ging es weiter Richtung Bahnhof. Noch knapp fünf Kilometer durch ein Waldstück. Wir rumpelten weiter durch die verschneite Landschaft. Plötzlich blieb die 13 wieder stehen. Ich war am Turm abgetaucht, da mir das oben viel zu kalt wurde, aber der Kommandant schaute noch aus. Auf meine Frage, was nun schon wieder los sei, hatte er auch keine Antwort. Scheinbar waren da Zivilisten im Wald, die freudig auf unseren Panzer zuliefen. Das gefiel mir überhaupt nicht. Das roch ja nach Partisanen, Und ich hatte recht. Mit Schneehemden und Gewehren kamen die Russen aus ihren Deckungen und winkten ihren vermeintlichen Kameraden zu. Der Führungspanzer schaltete schneller als wir und das Turm MG feuerte in die Partisanen. Noch weitere Köpfe zeigten sich im Wald, Granate ins Rohr, Turm gedreht und nach drei Schuss lebte dort nichts mehr. Unser Begleitkommando kämmte das Waldstück durch und konnte noch Sprengstoff und Drähte finden. Die wollten sicher was an der Straße bauen und unsere Leute dann in die Luft sprengen. Wir legten die acht toten Partisanen in den Waldweg und machten ein großes Loch im Schnee. Da rein kamen nur die Waffen, die Munition und der Sprengstoff. Als wir abfuhren, sprengten wir alles in die Luft, damit das keiner mehr benutzen konnte. Gegen Abend kamen wir dann endlich am Bahnhof an und mussten Quartier nehmen, weil es schon viel zu dunkel wurde. Die Soldaten am Bahnhof hatten ein paar Liter Wein im Schrank und als sie hörten, dass wir das Partisanenproblem erledigt hatten, wurde es noch ein feuchtfröhlicher Abend. Am nächsten Morgen wurden dann die T-34 auf den Zug geladen und wir machten uns auf den Rückweg zum Stab. Glücklicherweise hatten wir uns mit drei Sturmgeschützbesatzungen zusammengetan, die in Richtung Front mussten und die konnten dann auch die Spitze übernehmen. Als wir wieder durch den Wald fuhren, waren die Toten schon weg, sicherlich von den Leuten aus dem nahegelegenen Dorf abgeholt. An der Brücke war die Minengasse aus Richtung Westen kommend nun gut zu erkennen und die Stucks hatten keine Probleme, über die Brücke zu kommen. Mittags noch ein Tankstopp und etwas Verpflegung und weiter ging es Richtung Gefechtstand. Die Sturmgeschütze waren mittlerweile weiter Richtung Norden unterwegs und wir kamen wohlbehalten beim Stab an. Zwei Tage später ging es dann endlich Richtung Scharkow. Räumkommando und Zugmaschinen machten den Weg frei und das Shipkommando ging erst dann ran, wenn die Schneewehen zu hoch wurden. Ich freute mich schon auf die Stadt, endlich mal etwas Ruhe und richtige Häuser. Da Teile unseres Regimentes schon dort waren, hatte ich gute Hoffnung, dass man jetzt anständige Quartiere für uns hat. Mal sehen, erstmal dort sein. Ostfront, Heeresgruppe Süd, 2. März. 1942. Nun sind wir schon einige Wochen in Scharkow und haben uns gut eingerichtet. Das Regiment wird immer weiter zusammengezogen und auch Truppenteile ohne Fahrzeuge werden eingeflogen. Um Scharkow herum wird die Lage unüberschaubar. Die Infanterie trägt die Hauptlast der Kämpfe, die immer hin und her wogen. Vorstoß hier, Abwehr dort, ein Kampf um kleinere Anhöhen. Um bessere Ausgangspositionen für das Frühjahr und die geplanten Angriffsoperationen zu bekommen. Aber es lässt sich hier schon aushalten. Es ist warm und das Essen ist gut. Aus Mangel an fahrbereiten Panzern sind wir im Wechsel an verschiedenen Frontabschnitten eingesetzt. Militärisch und strategisch hat man hier in Charkow einen guten Überblick über die Frontabschnitte und die Probleme, die es jeden Tag zu bewältigen galt. Der Russe will diese Stadt unbedingt in seine Hand bekommen und das ist auch der Grund, warum hier so massiv Truppen zusammengezogen werden. Solange der Winter noch andauert und die Wege gefroren sind, ist der Transport von Menschen und Material unproblematisch. Sobald es aber wieder wärmer wird und die Wege auftauen, wird alles in einer Schlammwüste versinken. Die Stadt hat noch starke Spuren des Kampfes vom Oktober des letzten Jahres. Der Spieß einer Pioniereinheit erzählte uns eines Abends, wie hart das Ringen um die Stadt war. Er erzählte über das Vordringen durch die Vororte, den Kampf um die Brücken und über das Waldstück, welches sehr stark verteidigt wurde. Als die Stadt dann später fiel, kamen tausende russische Soldaten in Kriegsgefangenschaft und die Stadt wurde als Ausgangspunkt für weitere Angriffe zum Knotenpunkt der Heeresgruppe Süd. Also die Prioritäten sind klar, und wenn der Druck jetzt schon so massiv ist, dann kann das ja noch ein heiteres Tänzchen werden. Endlich, nach so langer Zeit, treffe ich auch meinen alten Kommandanten Oberfeldwebel Hansen wieder. Scheinbar hat es mit dem Kopfstreifschuss noch länger gedauert als gedacht, aber er scheint wieder voll KV zu sein. Wir haben uns lange unterhalten und so manche alte Geschichte aufgewärmt. Er war an einigen Lazaretten. Und musste mit vielen Ärzten sprechen, um seinen Wunsch, wieder an die Front zu dürfen, Nachdruck zu verleihen. Also doch nicht so einfach, nach der Verwundung wieder an das Regiment zu kommen. Unter seinem Schiffchen versteckt, aber zwischen den Haaren gut sichtbar, die riesige Narbe. Auch Teile des Schädelknochens wurden zerstört, aber irgendwie haben die Ärzte das wieder hinbekommen und laut seiner Aussage hat er keine Einschränkungen. Bald soll er wieder einen Panzer übernehmen und ich hoffe, dass ich dort einsteigen kann. Mit meiner alten Besatzung bin ich seit Wochen nicht mehr gefahren. Ich habe die meiste Zeit in der Instandsetzung ausgeholfen. Trotzdem merke ich schon, dass sich etwas verändert hat. Schwere Verwundungen zehren schon an den Nerven und auch an dem Geiste. Auch wenn das Lachen das gleiche ist, sind die Augen nachdenklicher als vorher und die Euphorie der ersten Russland-Feldzugstage ist verschwunden. Am nächsten Tag gehe ich gleich zum Regimentsstab und besuche meinen alten Kumpel, den Obergefreiten Lonert, mit dem ich die Schlittenfahrten gemacht hatte. Normalerweise wird man gleich vom Spieß herausgeworfen, wenn es nicht wirklich wichtig ist, aber mit einer Flasche Wein in einer Holzkiste voller Papiere versteckt kann man sich doch schon mal durchmogeln. In der Schreibstube abwartend und mit Lonert über die vergangenen Monate sprechen, Steht plötzlich der Hauptmann im Raum. Ich springe auf und nehme Haltung an. Er schaut mich durchdringend an, als ob er sich erst sortieren müsste, dann huscht ein Lächeln über sein Gesicht. Kurz und knapp meint er nur: Der Usaren ritt im Beutepanzer! Eine dolle Sache war das! Ich stehe stillgestanden und warte, was passiert. Ein kurzes und knappes Rühren kommt aus dem hartgesottenen, wettergegerbten Gesicht des Offiziers. Es vergehen einige Sekunden und der Hauptmann fragt mich, warum ich hier wäre. Schnell erzähle ich ihm, dass der Oberfeldwebel Hansen wieder da wäre und ich doch sehr gerne wieder zu seiner Besatzung gehören würde. Er überlegt kurz und dreht sich weg. Als er den Raum verlässt, raunzt er nur ein knappes »Schauen wir mal« in meine Richtung. Tja, das kann alles heißen. Am Abend machen wir dann zusammen die Flasche Wein leer und der gefreie Lohnert erklärt mir leicht angetüdelt, dass ich doch für das Antreten am nächsten Tag meine Uniform auf Vordermann bringen sollte. Man kann ja nie wissen. Ein ungutes Gefühl beschleicht mich und mit einer leichten v im Kopf ziehe ich mich in mein Quartier zurück. Mit ein wenig Kopfschmerzen beginnt der nächste Tag und wir sind alle aufgekratzt, da die neuen Kampfwagen gegen Abend eintreffen sollen. Fabrik neue Panzer für die Besatzung ohne Fahrzeuge. Aber erst treten wir an und der Regimentskommandeur Oberst Munzel lässt sich die Abteilung melden. Das Wetter meint es heute gut mit uns, zwar kalt, aber wenig Wind und auch sonnig. Der Kommandeur lässt die letzten Monate seit Jahresbeginn Revue passieren und erwähnt auch noch unseren Angriff mit den T-34. Zum Abschluss. Gibt es immer wieder was aus dem Füllhorn der Division? Und so wird auch tatsächlich mein Name aufgerufen. Mit ein paar anderen Panzermännern trete ich vor und mir wird das Eiserne Kreuz erster Klasse verliehen. Nach dem EK-2, das sich auch mein Herr Vater im Ersten Weltkrieg verdient hat, habe ich nun doch meinem Land so tapfer gedient, dass es für das EK-1 reicht. Ich strahle über das ganze Gesicht und der Kommandeur fragt mich noch nach dem Angriff. Im T34. Nach zwei kurzen Sätzen fragt er mich, ob ich mich schon auf die neuen Fahrzeuge freue. Ich sehe meine Chance und erkläre ihm, dass mein alter Kommandant wieder da ist und ich gerne wieder mit ihm fahren würde. Nach einem kurzen kriegen wir hin, trete ich wieder in die Formation und grinse wie ein Honigkuchenpferd. Aber der strenge Blick des Herrn Hauptmann lässt mein Lächeln schnell verschwinden. Kurz darauf durften wir wegtreten und etwas später steht der Hauptmann hinter mir und packt mich etwas unsanft am Arm. Ich drehe mich zu ihm um und er schaut mich lange an. Ich bereite mich innerlich auf ein großes Donnerwetter vor. Doch dann lächelt er, gratuliert zum eisernen Kreuz und meint noch, dass man mit so einem schneidigen Manöver beim Kommandeur immer erfolgreich sein kann. Also bin ich wieder bei der alten Truppe und hoffe, dass es ein guter Frühling wird. Ein paar Tage später treffen die neuen Kampfwagen ein. Die Bahnstrecke hatte wohl einige Löcher, aber wichtig ist, dass die Stahlkolosse endlich da sind. Wir bekommen einen Panzer 4 zugeteilt und können uns ein paar Tage mit dem Wagen vertraut machen. Ein Funker und einen Ladeschützen bekommen wir in die Besatzung. Keine alten Hasen, aber schon seit drei Monaten im Regiment. Ein paar Einsätze haben die auch schon hinter sich, und der hohe Ausbildungsstand unserer Panzermänner zeigt sich immer wieder bei unseren Übungen. Ein Fahrer fehlt noch, aber der soll noch im Lazarett sein und seine Verwundung auskurieren. Bald sind wir dann doch komplett und die Abteilung hat fast wieder Sollstärke erreicht. Rückblickend sind aber viele Gesichter verschwunden. Teilweise gefallen und auch teilweise so schwer verwundet, dass sie nicht mehr an die Front kommen werden. Besonders schwer trifft es das Regiment, wenn bewährte Führer fallen. Diese Einsatzerfahrung kann man nicht so schnell wieder auffangen. Ich frage mich manchmal, wie viele Panzer und Menschenmaterial der Russe zur Verfügung hat. Es wurden schon Hunderttausende gefangen genommen und so viel Material zerstört oder erbeutet, da kann doch nicht mehr viel sein. Aber immer wieder drückt der Russe gegen unsere Linien und holt sich an die blutige Nase. Frontvorsprünge werden zurückgenommen und Schlüsselstellungen mit aller Härte zurückerobert. Hier in Scharkow ist wirklich was los. Pausenlos kommt die Luftwaffe und wirft Bomben auf die Russen. Die ARI schießt auf vorgeplante Bereiche, um Bereitstellungsräume der Russen zu vernichten. So viele Tote überall um Scharkow herum, durch den Schnee zugedeckt und gefroren. Wenn es taut, wird das ein unendlicher Gestank und wir stehen in einem riesigen Leichenfeld. Das möchte ich mir noch nicht vorstellen. Wie lange können wir noch gegen den russischen Bären bestehen? Solche Gedanken will ich nicht haben, aber hier und da kann man sich schon mal fragen, wohin führt das alles? Endlich können wir unseren Panzer, den wir nun Isolde nennen, in die Schlacht führen. Ich bin schon voller Vorfreude, wieder mit in den Kampf zu ziehen. Es werden Angriffsbefehle gegeben, es wird aufmunitioniert und Zeitpläne festgelegt. Wir machen uns bereit. Es geht wieder los.